So, Freunde und Damen, herzlich willkommen hier zu einem Video, was mir persönlich relativ wichtig ist. Deswegen will ich auch gar nicht lange groß um den Brei reden, sondern jetzt auch direkt anfangen. Die meisten von euch werden es sicherlich gestern mitbekommen haben, als Mr. Trashpack ein Video hochgeladen hat, in dem er über verschiedene Sachen gesprochen hat, unter anderem wie zum Beispiel über Dena und Jan Böhmermann und allgemein über YouTube und die ganze Entwicklung. Relativ danach habe ich ja auf Twitter einen Screen gepostet, wo ich mal einen längeren Kommentar geschrieben hatte, weil der ganze Kommentar ja hier bei Twitter nicht reinpasst, habe ich mal einen kleinen Screen geschickt und da meine Meinung mal geäußert. Und zwar ging es nämlich um das Thema Hobby, beziehungsweise ist YouTube ein Hobby, Spaß. Und auch im Endeffekt, ob alles nur Show ist. Denn die große Aussage, die Mr. Trashpack nämlich in seinem Video gemacht hat, war, dass es bei einer gewissen Reichweite nicht mehr als Hobby zählt, weil man ja mit Geld verdient und es im Endeffekt ja der Beruf ist. Ich muss schon sagen, ganz Unrecht hat er da ja nicht. Wenn man Geld verdient und es geht darum, was ist dein Beruf, wenn man vor allem, wenn man viel Reichweite hat, eine große Reichweite hat, viel Geld damit macht, in einem sehr vier- bis fünfstelligen Bereich, kann man es durchaus als Beruf zählen und es ist dein Beruf, weil damit verdienst du dein Geld, um zu leben, weil du nichts anderes hast, woher du deine Einnahmequelle nimmst. Und deshalb stimmt es auch dementsprechend, dass es ein Beruf ist. Was man nicht vergessen darf, ist aber bei mir zum Beispiel jetzt auch, das Ganze ist bei mir entstanden, weil ich daran Spaß habe, weil es mein Hobby geworden ist und weil es daraus eine große Leidenschaft geworden ist. Und das ist die Basis dafür, dass ich hier jemals begonnen habe. Wenn ich an der ganzen Geschichte YouTube keinen Spaß hätte, wenn ich daran kein Interesse hätte, wenn mir das alles egal wäre, wenn ich nur darauf aus bin, dass ich in der nächsten Zeit damit viel Geld verdienen würde, dann hätte ich hier niemals mit angefangen. Mein allerersten Kanal, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Daniels TVLP, habe ich am 4.3.2012 erstellt und dann habe ich relativ danach regelmäßig Videos gemacht und ich habe insgesamt auf diesem Kanal über 500 Videos gemacht. Irgendwann habt ihr ja bemerkt gehabt, habe ich dann aufgehört gehabt. Ich habe zuerst auch eine längere Pause mitzwischen noch gehabt und dadurch war auch viel Inaktivität nachher auf meinem Kanal. Und dann habe ich einen neuen Kanal angefangen, später diesen jetzt hier, weil ich einfach mit meinem alten Konzept nicht mehr zufrieden war. Ich war damit nicht mehr zufrieden, die Videos im Endeffekt, die ganzen Projekte, es war einfach alles zu viel und es war auch nicht das, was ich mir nachher so gedacht habe, das ist nicht mehr das, was ich jetzt machen möchte und ich mache das einfach nur aus Spaß, denn wenn es mir keinen Spaß macht, werde ich das Ganze nicht weiter betreiben. Und dann habe ich irgendwann ja diesen Kanal hier gestartet und habe jetzt hier auch schon über 200 Videos und das sind schon fast jetzt drei komplette Jahre, wenn ich jetzt mal gucke, 4.3., es sind 3 Jahre, die ich jetzt hier auf YouTube so aktiv bin. Und was mir immer noch wichtig daran ist, dass ich Spaß an der Sache habe. In der ganzen Zeit, in der ich jetzt hier aktiv bin mit meinen Videos, habe ich noch nicht einen einzigen Cent mit meinen Videos verdient. Ich könnte theoretisch über andere Wege, über verschiedene Mittel, außer nur über Google AdSense, irgendwie Werbung schalten und damit Geld verdienen. Ich habe mit diesen Videos bis jetzt noch nicht einen einzigen Cent verdient. Das liegt ganz einfach daran, dass mein Interesse noch nicht darin besteht, damit jetzt irgendwie Geld zu verdienen, sondern weil ich es einfach nur aus Spaß mache. Ich hätte ja schon lange was machen können. Ich möchte es aber einfach nicht, weil es für mich nicht in Frage kommt bis jetzt, da irgendwie jetzt mit Geld zu verdienen. Ich könnte theoretisch alle Videos monetarisieren und einfach irgendwie Geld damit verdienen, aber es würde mir persönlich nichts bringen und es wäre auch nicht das, was ich davon haben möchte, warum ich das Ganze mache. Deshalb finde ich leider die Aussage von ihm auch so ein bisschen merkwürdig, dass bei einer gewissen Reichweite kein Spaß mehr dabei ist. Wenn man sich das Video mal anschaut, ich hoffe, ihr habt sein Video auch mal angeschaut und er dann sagt, es ist kein Spaß mehr, sondern es ist nur rein Beruf und nur weil es große Geldmassen sind, finde ich ein bisschen schade und ich finde auch ein bisschen komisch, dass da das Hobby, es ist zwar in dem Sinne nicht nur ein Hobby, es ist nicht nur ein Hobby, das ist klar. Es ist auch ein Beruf, aber der Hobby-Effekt und die Leidenschaft, die steckt noch genauso dahinter wie, als wenn man angefangen hat. Ich habe nun, wie gesagt, vor 3 Jahren ungefähr angefangen und ich bin noch genauso viel mit Leidenschaft dabei, noch mit genauso viel Spaß bin ich dabei. Da hat sich in der ganzen Zeit nichts geändert. Das Einzige, was sich bei mir geändert hat, ist das Konzept, dass ich das Konzept, wie ich es damals gemacht habe, nicht mehr so mache, weil es mir dann ab einem gewissen Punkt einfach zu viel wurde. Es hat mir einfach nicht mehr so gefallen, wie ich das Ganze gemacht hatte und wie das Ganze rüberkam und wen es im Endeffekt noch erreicht hat. Und deshalb habe ich das Konzept umgeschmissen. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Bock mehr auf YouTube hatte, dass ich keinen Spaß mehr allgemein an YouTube hatte. Denn wenn das nicht gegeben wäre, hätte ich nicht weitergemacht. Oder hätte ich vor allen Dingen nicht von vorne angefangen. Ich habe ja ganz normal von vorne angefangen. Mit keiner Reichweite, mit keinem einzigen, der jetzt großartig davon wusste, außer von diesem kleinen Ankündigungsvideo, was ich damals auf meinem alten Kanal gemacht habe. Damit der ein oder andere vielleicht, wenn er noch Interesse an meinen Videos hat, da irgendwie rüberfindet. Deswegen finde ich diese Aussage leider schade, dass dann nachher, dass es aber in einer gewissen Reichweite kein Hobby mehr ist. Oder als wenn es einfach nur noch jetzt strikt und einfach ein Beruf wäre, der ohne jeglichen Hintergrund, ohne jegliche Leidenschaft entsteht. Ich möchte damit natürlich nicht sagen, dass es gar keine Leute gibt, die leider
auf diesem Wege auf YouTube unterwegs sind. Das gibt's leider auch, aber das so zu verallgemeinern, finde ich ein bisschen schade. Vor allem finde ich es schade, wenn man es in so einem Video packt, das, wie gesagt, auch viele Leute erreicht. Und einfach nur so zu sagen, es ist kein Hobby mehr, es steckt nicht mehr viel Spaß mit drin. Das ist halt die Aussage gewesen, die im Video getroffen wurde. Was er jetzt im Nachhinein wieder in seinen Tweets schreibt, dass es nicht ganz so gemeint war, dass es vielleicht falsch rüberkam, mag möglich sein. Finde ich aber leider ein bisschen für so ein Video ein bisschen zu abstrakt gewesen. Also, er hat zwar nicht unrecht, aber er hat auch nicht hundertprozentig recht. Oder ich kann ihm da nicht hundertprozentig recht geben. Was andere dazu sagen, ist natürlich eine andere Sache, weil jeder sieht das ein bisschen anders. Was mir in seinem Video noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist auch die Sache, die er angesprochen hat, dass es alles nur Show wäre, dass überhaupt nicht viel, ja, sagen wir mal, Persönlichkeit drin steckt, dass vieles gestellt ist, nur damit es vielleicht auch in eine gewisse Reichweite erreicht, um besser Geld dafür zu bekommen, um besser dazustehen, beziehungsweise das Ganze ist bei vielen berechnet. Das ist, finde ich, auch eine Aussage, die ich im Endeffekt das Gleiche mit dem Hobby kombinieren kann. Ich habe hier auch aus Spaß angefangen und ich mache es noch genauso aus Spaß wie damals. Warum sollte ich jetzt irgendwas ändern, wenn ich jetzt viel Geld damit verdienen würde? Was sollte ich an meinen Videos dann ändern oder was sollte sich an meiner Persönlichkeit ändern? Ich könnte vielleicht noch Vlogs dazu machen, ich würde vielleicht tägliche Vlogs machen, ja, ganz klar. Das würde ich auch jetzt schon gerne machen, aber ich möchte noch eine andere Kamera dafür haben. Und was würde sich an mir jetzt persönlich ändern, wenn ich jetzt zum Beispiel viel Geld damit verdienen würde? Dadurch würde ich immer nicht irgendwas vorspielen, dadurch würde ich nicht hier irgendwas erzählen, was vielleicht gar nicht stimmt, was gar nicht meine Meinung ist. Denn dieses Video hier mache ich auch nur, weil es meine Meinung ist, weil ich dazu einfach mal was sagen möchte, weil es irgendwie auch jeden betrifft. Einfach aus dem Grund, dass wir hier alle unterwegs sind, alle machen vielleicht irgendwie Videos, auch der ein oder andere Zuschauer von mir oder von anderen oder was weiß ich, machen, oder fast alle machen irgendwie Videos. Es gibt Leute, die machen extra Kanäle, um einfach nur zu kommentieren, wo keine Videos drauf sind. Ganz einfach aus dem Grund, dass man leider schnell ins schlechte Licht gerückt wird, wenn man viel kommentiert. Weshalb ein oder andere schon mittlerweile extra Kanäle gemacht haben, nur um kommentieren zu dürfen. Aber das ist nicht gerade das Thema, sondern was sollte sich an mir jetzt ändern, wenn ich jetzt damit vielleicht viel Geld verdienen würde? Wenn ich vielleicht viel Geld verdienen würde in einem fünfstelligen Bereich, was sollte sich jetzt dadurch an mir ändern, an meinen Videos, an der ganzen Lust? Denn wenn man überlegt, das Ganze basiert immer noch auf meinem Hobby, auch wenn ich damit viel Geld verdiene. Es basiert immer noch auf meinem Hobby, auf meiner Leidenschaft und auf den Spaß. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Natürlich kann man sagen, bei einer gewissen Menge, wenn man natürlich dadurch seinen Lebensunterhalt verdient, das ist mein Beruf. Klar, das ist nicht, steht nicht außer Frage, das stimmt ja schon. Aber dazu sagen, dass es überhaupt kein Hobby mehr ist, dass es überhaupt keine Leidenschaft mehr ist, weiß ich nicht, denn ich könnte ja unter anderem, zwischen YouTube könnte ich ja noch andere Sachen machen. Ich könnte ja zum Beispiel Fußball spielen, ich könnte mich mit Freunden treffen, das ist ja genau das Gleiche. Zählt ja auch zum Hobby, aber ich würde nicht sagen, YouTube ist nur noch jetzt mein Beruf und nicht mehr mein Hobby. Denn woraus entstand es? Es entstand aus der Leidenschaft, aus dem Spaß und aus dem Hobby an sich. Daraus ist die ganze Sache entstanden und deswegen ist es für mich immer noch, auch wenn ich damit jetzt zum Beispiel viel Geld verdienen würde, was natürlich nicht der Fall ist, weil ich noch nicht einen einzigen Cent damit verdiene und ich hege auch nicht diesen Gedanken, da jetzt irgendwie schnell irgendwas zu machen. Ich wurde auch schon öfters gefragt, bist du in einem Netzwerk? Nein, ich bin in keinem Netzwerk und ich habe mich auch seit der ganzen Zeit noch nicht einmal irgendwie großartig damit beschäftigt, mich jetzt irgendwo schnell zu bewerben. Ich könnte jetzt auch sagen, oh, ich möchte mich jetzt schnell irgendwo bewerben, ich bin jetzt 18, ich mache jetzt alles ganz ruckzuck, ich hau jetzt in irgendein Netzwerk und lass mir die einzelnen Cents auf mein Konto rieseln. Nein, mache ich nicht. Ich hätte da schon lange was machen können, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe einfach nicht, weil ich einfach diesen Gedanken noch nicht habe, da jetzt irgendwie großartig Geld damit verdienen. Es gibt viele kleine Leute, die jetzt schon Werbung auf ihren Videos schalten und ich sehe da einfach nicht, ja, ich will da jetzt auch nicht so einige irgendwie schlecht hinstellen, schlecht darstellen, denn es gibt einfach viele kleine Leute, die jetzt schon auf ihren Videos Werbung schalten. Und die vielleicht auch die eine oder andere Produktplatzierung machen oder die auch damit schon mal ihr kleines Taschengeld verdienen. Das ist ja auch gar nicht schlimm, das kann man ja gerne machen. Der eine macht eben halt das, der andere geht Zeitungen austragen. Aber ich habe für mich noch nicht den Gedanken gehabt, jetzt irgendwie schnell zu reagieren, um damit jetzt irgendwie schon Geld zu verdienen. Denn sind wir mal ehrlich, bei meinen Aufrufen würde da nicht viel zusammenkommen. Denn normalerweise gut bezahlt wird der ganze Spaß nicht, sondern bei einer gewissen Reichweite kann man sagen, jetzt lohnt es sich, jetzt kann man mit dieser Reichweite schon ganz gut seinen Lebensunterhalt finanzieren. Das finde ich okay, aber ich für mich persönlich sah noch nie jetzt diesen Grund,
da irgendwie schnell zu reagieren, um da irgendwie die restlichen möglichen Cents und Euros noch zusammenzukratzen. Und deswegen finde ich die Aussage da, das ist überhaupt kein Hobby und überhaupt kein Spaß und nur wenn man eine gewisse Reichweite hat, nur wenn man damit seinen Lebensunterhalt finanziert, finde ich es ein bisschen abstrakt formuliert. Finde ich ein bisschen abstrakt und einfach formuliert. Ist meine Meinung, ich weiß nicht, wie ihr es seht, wie gesagt, ich hab nicht gesagt, dass ich ihm komplett Unrecht gebe, wie das Ganze momentan entwickelt. Aber das waren so zwei Punkte, die ich auch auf meinem, wo das mit dem alles nur Show und sowas habe ich gar nicht aufgelistet gehabt, aber das waren so Sachen, die mich so ein kleines bisschen gestört haben, wo ich nicht ganz so sagen konnte, da dem stimme ich überein. Ich bin normalerweise eine Person, die kann vielen Recht geben, weil es wirklich der Wahrheit entspricht. Ich habe nicht gesagt, dass es jetzt eine Lüge ist, aber ich kann dem einfach noch nicht hundertprozentig zustimmen, wie es momentan ist. Man weiß natürlich nicht, wie es sich in den nächsten Jahren entwickelt, aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt an meinem Spaß, denn wenn ich an etwas keinen Spaß habe, dann beende ich das. Das habe ich damals bei meinem alten Kanal gemacht, auch wenn ich zwar kein Geld damit verdient habe, aber trotzdem, ich habe gesagt, das macht mir jetzt so keinen Spaß mehr, ich musste da irgendwas anderes überlegen. Und dann habe ich das andere gemacht und auch dann kam mir dann langsam, habe ich so langsam dann, ja, den Spaß wieder zurückgefunden. Ich habe das einfach angefangen, worauf ich Bock hatte. Das war nun mal jetzt dieser Kanal hier, das war eben halt Minecraft, auch wenn der ein oder andere vielleicht sagt, das gibt es schon zu Genüge. Natürlich gibt es das schon zu Genüge, aber ich mache nur das, worauf ich wirklich Bock habe. Wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe, dann mache ich es auch nicht. Und gerade deswegen, und das ist das, was YouTube ausmacht, das ist das, was YouTube für mich ausmacht. Von Anfang an schon. Und da war es eben halt dieses eine Video, was ich auch unbedingt, das werde ich auch unbedingt machen. Ich werde auch in der nächsten Zeit, vielleicht auch schon morgen, unbedingt oder übermorgen, ich weiß noch nicht ganz genau, mal mein allererstes Video hochladen, was ich jemals gemacht habe, was ich jemals aufgenommen habe, und ich denke, das wird den einen oder anderen bestimmt ein bisschen wundern, weil es komplett anders ist. Das geht komplett in eine ganz andere Richtung als meine momentanen Videos und auch vor allem von der Qualität her, vom Machen und Tun, vom Reden. Ich finde es einfach ultra interessant, das mal ganz zu sehen und euch das auch mal zu zeigen, und das werde ich auf jeden Fall jetzt gleich in der nächsten Zeit auch schon machen. Und das war es sozusagen erstmal, was ich zu diesem Video sagen wollte, was ich zu Mr. Trashpack sagen wollte, zu seinem Statement. Und das war jetzt einfach mal meine Meinung. Ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz normal dann morgen wieder. Tschüss.